Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls 1. Wir kämpfen uns jetzt hier durch die Festung. Wir sind von da gekommen. Sind jetzt heilfroh, dass wir nicht mehr da sind, weil da so ein Pisser war, der ziemlich stark bewacht hat. Und ich nehme hier mal ein paar Gegner mit. Einfach nur, um gegen die Typen hier zu üben. Au. Hey. Okay. Ich muss auch das Parieren noch lernen, ey. Komm. Oh, hat das funktioniert? Ich bin ein Profi. Schwede. Oh, ich habe 11 Estus-Flakons? Wieso? Okay. Einfach nicht nachfragen, einfach akzeptieren. So. Guck mal, wie einfach das ist gegen die. Man muss es einfach nur lernen. Ja, Dude. Ich bin mir ehrlich gesagt noch sehr unsicher beim Zuschlagen, aber ich versuch's einfach. Oh Gott, ich habe einfach zweimal geblockt. Oh, okay. Das werde ich jetzt an denen trainieren. Aber gut. Ja, also der Weg, ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4.000 bekommen. Also schon gar nicht so wenig, ne? Stimmt, ich wollte gegen den hier antreten, ne? Gut, probieren wir unser Glück. Leider ist hier sehr wenig Platz. Ach du Scheiße. Ich bin tot. Hier ist sehr, sehr wenig Platz, um gegen den zu kämpfen. Ja. Probieren wir es nochmal aus mit den Blocken. Ich muss das drauf haben. Ich denke, das wird später noch wichtig sein. Au. Ja, ich hab schon zu krass verkackt. Okay, leb einfach nur weiter. Ich brauche meine Seelen wieder, du Arsch. Der blockt einfach alles. Okay. Ich habe gerade wieder einen Essos-Flocker bekommen. Silberritter Speer. Ja gut. Ich würde sagen, wir lassen den Typen einfach aus. Und dann passt das schon. Man muss einfach nur ihre Moves lernen, dann passt das schon. Ich habe jetzt zweimal das passt das schon gesagt. Das ist uncool als Let's Player. Ja, aber es passt schon. So, jetzt du nochmal. Ja, es geht eigentlich ganz gut bei denen. Die Ritter sind jetzt nicht so schwer. Die kann man farmen. Seht ihr, dann würde ich jetzt zurücklaufen, hätte 4000 Seelen. Hätte mich dann Keks gefreut. Ich bin dann mal wieder weg, ne? Kann ich ihn näher ranlocken? Schlag mir aber nicht durch die Wand. Komm mal hergesprungen. Da ist kein Gegner, ne? So. Verdammt. Hä? Okay. Gott, ich bin verwirrt. Es ist nicht viel Damage. Die Frage ist, habe ich noch mehr Pfeile? Ich glaube, ich müsste noch mehr Pfeile haben, ne? Ja, gut. Hast du Glück gehabt. Rennen wir hier einfach hoch und gucken, was hier oben ist. Müssen die andere Seite auch noch kontrollieren, ne? Hi. Es ist hier recht unübersichtlich, Dude.
Okay, er wollte gerade mit dem Schild zuschlagen. Deswegen hat es nicht funktioniert. Drachentöterpfeil. Oh, Miniboss. Sieht mir verdammt nach Miniboss aus. Oder auch nicht. Ach, guck mal, ich sehe dich doch schon. Komm raus. Hör was? Geil. Danke für die Verwirrung. Okay, er wollte gerade mit dem Schild zuschlagen. Das ist das Einzige, was mich aufhalten kann. Schauen wir uns hier erstmal in Ruhe um. Hallo. Whatever can be done. Ich weiß nicht. Mut. Okay. Ah, you again. Let me guess. Were you repelled by the Silver Knights? Ah, don't be ashamed. Tis the fate of vanguards like you and I. I'll think of something. We can overcome this together. Steht doch einer. This is quite a fix. We'll need another three. No, maybe five bodies. Quite a fix indeed. Ich habe gehört, hier sind viele Silberritter. Hallo. Einer weniger. So, locken wir mal einen an. Na komm, tu was. Wer weiß, wann ich diese Fähigkeit gebrauchen kann. Okay, es hat nicht funktioniert. Er konnte mich aber noch schlagen, WTF. Das waren jetzt aber drei, er hat doch fünf gesagt. What's on your mind? Wait. You defeated those monsters? Fantastic. I'm saved. This knight of Katarina hereby commends you. Take this as a token of my gratitude. Winzweisenring. But be warned. Next time. Okay, Winzweisenring haben wir bekommen, was auch immer das ist. Winzweisenring. Wo ist denn der? Da. Kleine Zünder von TP. Naja. Haben wir jetzt nicht so nötig. Oh Gott. Ich hoffe, die sind nicht in der Burg. Da ist der Dude. Den wir von draußen gesehen haben. Ernsthaft, ich bin gerollt. Geht doch. Anstatt sofort zu mir zu kommen, weißt du? Steht er erstmal und feuert 50 Pfeile ab. 1300. Der hat mehr gegeben. Oder war das jetzt wegen dem One-Shot? Hallo? Wieso ist hier niemand? Brauchst Charmeur. Fürs Bett. Hey, bist du alleine? Ja. Ach, wir sind hier im Turm auf der anderen Seite.
Okay, das dazu. Dann, wenn wir da hochgehen, würden wir wieder zurückkommen. Hier waren die Truhen. Ah, ich sehe schon. Ah. Das heißt, der normale Weg. Hey, achso. Der normale Weg wäre gewesen, dass wir hier langlaufen. An dem Bettchen vorbei. Das war hier, oder? Ja, an dem Bettchen. Nee. Oh, hier ist eine Truhe. Bist du echt? Ja. Wieso habe ich die nicht gesehen? Dämonentitanit. Wären dann hier lang gelaufen. Und dann da rein. Wenn wir bei dem Katharina-Typen lang gegangen, hätten wir erstmal gegen zwei auf einmal kämpfen müssen. Oh, fiese Nummer. Ja, cool. Dann haben wir das auf jeden Fall auch schon mal. So, und von hier aus haben wir auch eine easy Abkürzung, habe ich recht? Okay, dann ich würde glatt behaupten, wir gehen noch mal kurz zurück und investieren unsere Punkte, falls es noch geht. Wobei wahrscheinlich noch nicht. Ich glaube, ich brauche viel mehr. Steht das hier, wie viel ich brauche? Seelen, Stufe 50. Oh, ist schon Stufe 50. Ne, steht da nicht. Aber wir gehen trotzdem mal weiter. Ich glaube, wir brauchen mittlerweile 20.000 oder so. Bin mir gar nicht sicher. Ah, das sind die Großen. Oh. Wir gehen den. Pass auf, Lügner. Wir gehen den sicheren Weg hier oben lang. Auch wenn der Lügner steht. Das gefällt mir nicht. Ich halte es nicht aus. Okay. Achtung, Scharfschütze. Achtung vor dir, Geist der Finsternis. Schleichweg. Ich hoffe, das ist wirklich ein Schleichweg. Oder bin ich jetzt tot? Drachentöterbogen, Großbogen, Drachen. Oh. Okay. Ah, okay, hier kommt man runter. Puh. Öffnen wir erstmal das Türchen, was ja geschlossen war von der anderen Seite. Na, gut. Dann wissen wir ja. Passt da nicht durch, ne? Dann wissen wir, dass der Typ runterfallen kann. Wenn man ihn abschießt. Ah, da geht's rein. Ich dachte, ich muss den ganzen Weg jetzt nochmal laufen. Das wär's gewesen. Komm doch hier, Mann! Trau dich! Komm zu mir, los! Versteck mich auch hier wirklich. Damit du mich nicht triffst. Ah, braves Mädchen. So und so. Der ist damit auch kaputt. Dämonenspeer für mich. Und dich versuchen wir mal runterzuschubsen. Hat nicht funktioniert. Okay, der ist einfach durch die Mauer geflogen. Und drunter gesprungen. Ja. Grauer Brocken. Oh, was liegt denn da? Oh Gott. Was war das denn? Dämonenspeer. Ich hoffe, der ist freundlich.
Ich hasse es, wenn die das tut, ne? Aber ich kann das auch. Bist du ein Schmied oder bist du ein Monster? Reden, okay. Oh. Komm ich da ran? Ja, Waffe verstärken, ist klar. Warum nicht? Kleine Scherbe fehlt mir da noch. Funkel-Titanit. Ich habe echt keine gefunden, ne? Gegenstand kaufen. Hast du Funkel-Titanit? Ja. Kaufen wir uns mal einen davon. Waffe verstärken. Gut, dass ich nicht zurückgegangen bin. So kann ich meine Waffen wenigstens verstärken. Zweimal Funkel-Titanit. 8000 kostet eine. Ach du Scheiße. Wie komme ich daran? Okay. Falkenring. Falkenring, Falkenring, Falkenring. Da. Erhöht Bogenreichweite. Okay. Ja, und schon habe ich kein Geld mehr. Aber ich habe eine verbesserte Waffe. Das heißt, hier muss ich echt farmen. Weil hier komme ich nicht mehr zurück. Ich habe bestimmt keine Lust, hier den ganzen Weg jedes Mal abzulaufen zu dem Typen. Vor allem weiß ich gar nicht, wie man nach Anolondo kommt. Wir sind ja geflogen. Ach, wir sind hier wieder zurück, okay. Hallo, Bogenschütze. Ah, natürlich hast du es abgewehrt. Nicht mit mir, Bro. Nicht mit mir. Du fühlst, wie der schwarze Augapfel erbebt. Bitte was? Wie, du kommst hoch? Oh Gott, die kommen beide hoch. Die Tür ist offen. Wieso ist die offen jetzt? Heißt das, ich soll den hier benutzen, den Augapfel? Invasion der Welt des Feuerhüterin-Mörders. Ich kann den nicht benutzen. Dann muss ich den da unten benutzen. Oh mein Gott. Das sieht mir nach Boss aus. Ich glaube, dann werde ich auf jeden Fall unten diese Methode benutzen zum Farmen. Aber erst werden wir versuchen, die zu töten und dann gucke ich mal, was das mit diesem Augapfel zu tun hat, was wir da oben hatten. Wir einfach beide Pisser herkommen. Geil. Hey, die Tür ist jetzt zu. Aber hier ist ein Hebel. Auch wenn wir es eigentlich gar nicht brauchen. Wir haben ja den Zugang da. Seid ihr irgendwie verwirrt? Au. Ich habe ja nicht wirklich viele Seelen, ne? Wollen wir uns den Boss mal angucken? Ich sehe nichts. Oh Gott. Wir gucken uns den Boss mal an. Ich habe ja nicht viele Seelen. Ich werde höchstwahrscheinlich draufgehen, das wissen wir alle. Aber ich denke mal, zum Abschluss der Folge, bevor ich anfange zu farmen. Okay, kauf dir ein BH, Dude.
Was ist denn nun los? Wie? 2 gegen 1. Ach du Scheiße. Ach du, oh Gott, hier werde ich ewig brauchen. Okay, der Dicke ist langsam. Oh, und der andere schießt Stromschläge. Geilo. Geilo. Ah. Oh, lass mich in Ruhe. Die Säulen benutzen, ich muss die Säulen benutzen. Okay, wenn der eine immer auf mich zustürmt, dann muss ich Drachentöter Ornstein zuerst töten. Geil. Geil, geil, geil. Oh, das wird zu viel Spaß machen. Ich werde hier ewig erstmal farmen. Kann sein, dass ein paar Folgen ausfallen werden. Gott. Keine Ahnung, wie ich das lösen soll hier. Blitz, Blitz. Oder was? Warum leuchte ich so? Ach, fuck. Ich meine, so schlimm ist das ja gar nicht, ne? Der eine rennt mir immer hinterher. Ich muss ihn einfach nur ab und zu schlagen. Beide rennen mir hinterher. Okay, tschüss Säule. Du warst mir ein guter Freund. Wäre natürlich cool, wenn ich den jetzt schon besiege, ne? Ich bezweifle es aber stark. Ich habe 3 Estus-Flakons. Beide rennen mir hinterher wie die Penner. Verdammt, ich habe gerade zum Ausweichen gedrückt. Ich denke, wenn man das Ganze sehr lange hinauszögert, kann das was werden. Man muss einfach nur zuschlagen, sobald die richtige Gelegenheit da ist. Oh Gottes Willen. So wie jetzt zum Beispiel. Ah, wow, 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 wow. Könnt ihr euch nicht gegenseitig töten? Verzieh dich mit deinem komischen Speer. Okay, ich habe ihn getroffen. Ah, okay, ich bin tot. Aber es ist möglich. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen farmen. Ich gucke, wie viel ich jetzt hinkriege in den 2 Tagen, glaube ich. Und ja, dann sehen wir uns aufgelevelt wieder. Also ich werde da jetzt nichts aufnehmen, wie ich quasi die Sachen ausgebe. Vielleicht kann ich den auch nochmal rufen als Hilfe dann später. Mal gucken. Wir sehen uns. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.